Ja, lieber Herr Dr. Starke, ich muss mich meinerseits bedanken, hier sprechen zu dürfen. Hat ja irgendwie gepasst, das haben wir ja schon vor etwa 2 Jahren besprochen, diese Zusammenarbeit. Und es gibt in der Tat auch hinter den Kulissen einige, sag ich mal, Austauschbeziehungen zwischen Dresden und dem Projekt, an dem ich damals teilnehmen durfte. Und zwar speziell zum Museum der Arbeit in Hamburg. Die haben sozusagen eine Zusammenarbeit, auch was Projekt, was Objektaustausch und dergleichen betrifft. Natürlich kann man das hier auch heute noch sehen. Einige Dinge habe ich wiedererkannt, die ich schon in Hamburg gesehen hatte seinerzeit. Und da freue ich mich natürlich sehr, hier sein zu dürfen. Bin auch ganz begeistert gewesen von Ihrer Führung heute Morgen, Herr Dr. Starke. Man denkt immer, man kennt sich ein bisschen aus, aber dann sieht man, es gibt doch noch eine Menge von Details, die man eben zum Beispiel gar nicht weiß oder wo man auf einer falschen Spur war. Ich zum Beispiel kam naiv her und dachte, naja, ich hatte es aus der älteren Literatur irgendwann gesehen, in Dresden gab es mal 80 Zigarettenfabriken, das ist auch schon eine Menge. Und heute erfahre ich, dass es 140 waren. Und wer noch nicht drin war, kann ich meinerseits auch empfehlen, in die Ausstellung zu gehen. Hat ja ein junger Student ja eine wunderbare quasi Internetpräsentation erarbeitet. Das ist auch dreidimensional und all das, was da zusammenhängt damit noch. Also die ganzen Zulieferbetriebe und, hat mich sehr beeindruckt. Nun gut, also kurz zur Vorstellung, warum nenne ich das jetzt Gold im Mund und Smyrna in der Nase? Klingt ein bisschen eigentümlich, also Gold bezieht sich eigentlich auf diese Mundstücke, von denen wir gleich noch etwas hören werden. Und Smyrna ist ja die antike Bezeichnung der Stadt Izmir, also die Herkunft sozusagen eines Orient-Tabakes oder einer Provenienz genauer gesagt. Und das soll jetzt sozusagen auch das Thema sein. Politix haben wir damals unser Projekt genannt. Es war beim Bundesministerium für Forschung und Bildung angesiedelt, entstand aufgrund einer Ausschreibung. Dieses Ministerium hat etwa im Jahre 2012 eine große landesweite weitergereichte Ausschreibung sozusagen in die Öffentlichkeit oder in die wissenschaftliche Öffentlichkeit hineinkommuniziert. Da ging es eben um die Sprache der Objekte, Und daran haben sich etwa 40 verschiedene Projekte beteiligt. Da gab es Leute, die haben sich mit künstlichen Beinen befasst, andere mit der Hand, was die so macht, und wieder andere mit Kirchenportalen, also alles das, was Dinge zu sagen wissen, stand dort sozusagen auf der Agenda. Und wir haben gedacht, die Zigarette ist sozusagen ein so lehrreiches Beispiel eines Produkts, eines Dings, das eben sehr viel spricht. Und wir haben dann uns zusammengeschlossen. Wir waren ein Team von Wissenschaftlern aus Wien, aus Jena und aus Hamburg, Göttingen. Und dann haben wir so eine Achse gebildet, also zwischen Jena, wo das Projekt formal angeflanscht war, unter der Führung meines guten alten Freundes und Bekannten, Professor Dr. Rainer Gries, der hat es dann geleitet, mit dem schreibe ich schon seit 30 Jahren zusammen. Und die Hamburger Kollegen, die hatten natürlich etwas Wunderbares in ihrer Schatulle, nämlich das Rensmar Werbemittelarchiv. Und das kann man sich nicht vorstellen, wie umfangreich das ist. Vielleicht haben sie mehr, das weiß ich nicht, aber die sind sehr gut ausgestattet. Also die Firma Rensmar ist ja, nun, da werde ich noch etwas darüber erzählen nachher, irgendwann ein richtiger, sag ich mal, Big Player gewesen in der deutschen Zigarettenhistorie, und die haben alles aufgekauft, was es aufzukaufen gab. Und da fiel natürlich auch immer etwas ab, da fiel Geschichte ab, da fehlen Archive ab, und die sind alle irgendwie dann nach Hamburg gewandert, und daraus konnten wir natürlich unendlich viel schöpfen. So ist also alles, was Sie hier sehen, bei mir in dem Buch natürlich irgendwie Bildmaterial aus diesem Werbemittelarchiv von Rensmar. Nicht alles, aber das Allermeiste. Und damit darüber auch Klarheit herrscht. Und alles, was jetzt gezeigt wird, finden Sie auch in diesen 3 Büchern, die werde ich Ihnen nachher noch zeigen, die wir dann produziert haben als das Ergebnis dieses Forschungsprojekts. Also es lief von 2013 bis 2016, Ende 2016. Und das Ergebnis waren 3 Bücher. Das erste Buch war dieses hier, oder dieses Plakat habe ich heute auch wieder gesehen, wieder erkannt hier, Herr Starke hat es ausgestellt, das ist hier nur die Hälfte davon, also das ist sozusagen ein Stück von dem Plakat, und wir haben das denn auch Zigarettenfronten genannt,
weil das Projekt fing 2013 an und wir haben gedacht, wenn wir es schaffen, in einem Jahr eine Publikation vorzulegen, anlässlich der Wiederkehr, der 100. Wiederkehr des Ersten Weltkriegs, Beginns und des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs, dann wäre das ganz toll und dann können wir vielleicht hier ein Probestück mal zeigen, wie die Zigarette sich auch im Krieg präsentiert hat und als was sie diente, den Soldaten sowohl als auch der Zivilbevölkerung und wie sie eben in den Krieg hineingekommen war und wieder aus dem Krieg heraus. Denn der Krieg ist ja nun sozusagen eine Art, kann man sagen, ein Verdichter von vielen Dingen, der natürlich auch sehr starke Spuren hinterlässt in der Weiterentwicklung eines solchen Produktes. Und deswegen haben wir das Zigarettenfronten genannt. Front nicht nur im harten Sinne, dass man sagt, also Front militärisch gedacht, sondern eben auch Front weitergedacht, sozusagen bildhaft, nämlich Front in Beziehung beispielsweise im Gegensatz auch zur Zigarre, denn bis dahin war die Zigarre im Grunde sozusagen dominant und dagegen die Zigarette oder auch Männer und Frauen, also all diese vier verschiedenen Gegensätze. Man könnte vielleicht auch sagen, anstatt Fronten auch sagen, diese Gegensätze werden versucht hier durch dieses Denkmodell Front im Grunde auf die Reihe zu bringen. Ja, wie fing das an überhaupt mit der Zigarette? Da habe ich auch wieder was gelernt heute bei Herrn Starke. Ja, also die Zigarette war ja schon sehr früh ein sehr industrialisiertes Produkt, also hochtechnisiert. Da können wir das hier auch sehen, die Zigarettenproduktion etwa um 1880, wie hier also Frauen Zigaretten produzieren. Und hier sehen wir eine Maschine hier vorne. Und ich habe heute in der Ausstellung eine wunderbare Maschine gesehen. Das war schon eine weiterentwickelte Maschine. Es war eine, die hat sogar sozusagen Goldmundstücke auf die Zigaretten machen können. Aber man kann schon sagen, so um 1880 war die maschinelle Zigarettenfertigung schon ja, auf einem relativ hohen Niveau. Speziell was eine Sorte von Zigaretten angeht, die wir heute auch noch kennen, das ist die sogenannte Strangzigarette. Man nimmt also Tabak, man verzwirbelt den und macht den immer enger und immer enger, führt ihn durch ein Rohr und dann braucht man das im Grunde nur noch mit einer Papierhülle zum Gehen und abzuschneiden. Ja? Schwieriger wird es dann, wenn ein Filter oder irgendwas dran kommt oder ein Mundstück, das wird dann, wurde damals dann häufig auch von Hand dran gemacht. Aber diese frühen, technischen Innovationen, die da stattgefunden haben, sind eigentlich auch sehr beeindruckend, vor allem wenn man sieht, wie früh das schon war. Aber das war nicht immer die Regel. Wir haben hier zwei sehr interessante Anzeigen. Wollen Sie etwas Feines rauchen? Assalamu alaikum. Eine Anzeige aus dem Jahr 1904. Da kann man also auch sehr schön sehen, dass es eben auch noch sehr viel Handarbeit gab und dass Handarbeit immer noch, ja, obwohl die Maschinisierung und die Technisierung Fortschritt immer noch sehr, sehr verbreitet war. Ja. Sie wird nur lose, ohne Kork, ohne Goldmundstück verkauft, heißt es dort. Bei diesem Fabrikat sind Sie sicher, dass Sie die Qualität und nicht die Konfektion bezahlen. Ja. Und das ist, wie gesagt, etwas also von der Jenice-Fabrik. Ich glaube, Jenice heißt es eigentlich. Ich habe immer Jenice gesagt und erfahre heute wieder was Neues. Man muss also Jenice sagen. Ja, es gibt immer so kleine Dinge, die man so... Ich habe früher auch immer Konsum als Westmensch gesagt und erfuhr dann im Osten, dass es eigentlich Konsum heißen muss. Ja? Also diese Dinge kommen einem immer wieder vor. Ja. Und da sehen wir dagegen natürlich eine ganz andere Anzeige einer hochtechnisierten Zigarette der Dresdner Firma Yasmazi hier. Ja, die haben also schon sehr früh sehr aggressiv geworben, also etwa aus demselben Jahr. Es kann sein, dass es ein Jahr früher war. Yasmazi war eine der großen Zigarettenfabriken in Dresden. Und zu denen muss man nachher noch was sagen, weil sie hatten ja nicht nur Freunde in Deutschland durch ihre Art und Weise, wie sie geworben haben. Und sie waren sehr billig. Yasmazi war im Grunde eine Firma, die hat mit Dumpingpreisen versucht, den Markt aufzurollen. Werden wir nachher noch etwas mehr davon sehen. Und dann haben sie sehr schnell und sehr intensiv auch mit Werbezugaben operiert. Also irgendwelche Dinge, quasi Sammelgeschichten in die Welt gesetzt oder eine goldene Uhr oder was, wenn man, was weiß ich, wie viel Zigarettenrauch kriegt, irgendwann eine goldene Uhr. Kamen die Leute nie so weit, dass sie es geschafft haben. Aber sie waren also wirklich mit amerikanischen Werbemethoden schon gearbeitet zu der Zeit. Hier sehen wir eine kleine Auswahl von Zigarettentüten.
Das war also noch nicht üblich in der Zeit vor 1906, dass man Zigaretten wie heute quasi in einer Packung bekommt, sondern die Zigarrenhändler, es waren ja fast alles nur Zigarrenhändler, Tabakhändler, die haben die Zigaretten abgepackt. Die haben sie sozusagen, dafür gab es Tüten, die wurden also lose geliefert in 200er Kartons, dann haben sie sie bei sich zwischengelagert. Und je nachdem, wie viel der Kunde haben wollte, hat er sie eben bekommen. Und dafür gab es so kleine Tüten, in die man sie abgepackt hat. Hier sehen wir Zigaretten des Herstellers Baciari mit Goldmundstück. Nicht zu verwechseln mit Filter. Filter ist eine sehr späte Entwicklung. Diese Mundstücke sind damals quasi als Applikation, meist von Hand noch an die Zigaretten dran gemacht worden, von Frauen natürlich meistens. Aber sie sehen schon relativ perfekt aus, nicht so perfekt wie heute die Zigaretten, aber man sieht schon so um 1910, dass da sich auch schon sehr viel getan hat. Auch die Stempel, die wirken alle schon ziemlich modern. Ein bisschen krumm sehen sie oben aus. Das liegt aber wahrscheinlich eher daran, dass sie schon so alt sind und sich bis auf den heutigen Tag erhalten haben. Baciari war eine Firma aus Baden-Baden. Baden-Baden hat ein bisschen was von Dresden in Miniaturausgabe, würde ich mal sagen. Da gibt es auch viele reiche Leute, vor allem Russen. Und Baciari war spezialisiert darauf, dass sie zum Beispiel den Russen eigene Zigaretten gemacht haben. Also wenn man als reicher Russe dahin kam zu Baciari und sagte, ich möchte eine eigene Marke haben, bitte schön, macht mir das mal, dann haben die das gemacht. Also mit dem Wappen natürlich dieser hochherrschaftlichen Leute und mit dem Schachtel dazu und alles. Und diese Marke Sleipner, das war, bezieht sich auf ein Pferd, glaube ich, ein mythisches Pferd, ja. Das hier ist auch sehr interessant, ein Musterbuch aus dem Jahr 1912. Und wer es original anschauen will, kann das tun, nämlich hier in der Ausstellung, hier ist es wieder, ist auch aus dem Rensmar Werbemittelarchiv, eine Leihgabe, die zurzeit in der Ausstellung hier auch zu sehen ist, ein Musterbuch. Da kann man sehen, wie viele Varianten so eine Zigarette vor dem Ersten Weltkrieg hatte. Also kurz, lang, was weiß ich, verschiedene. Und die haben alle verschiedene Nummernbezeichnungen und verschiedene Markennamen auch. Ja. Also das ist sehr, sehr beeindruckend, wie man diese Produktion, die ja eigentlich schon maschinell erfolgte, dann wohl immer wieder anhalten musste und sagen, wir machen jetzt eine andere Variante. War aber alles irgendwie machbar und hat offenbar dann auch seinen Abnehmer gefunden oder Absatzmarkt gefunden. Hier haben wir beispielsweise eine, also wir sehen wieder diese Sleipner-Zigarette und sehen im Grunde aus, was sie eigentlich besteht. Ja? Und das sind einmal das Goldmundstück, dann haben wir den Namen, den Markennamen, dann haben wir die Tabakmischung, also wie das alles sozusagen zusammengefügt wird zu einem einzigen Produkt mit natürlich am Ende auch dieser Packung. Man muss dazu sagen, Zigaretten waren bis 1906 nicht interessant, auch für den Staat nicht interessant. Man hat im Grunde nicht, man hat den Rohtabak besteuert bis dahin. Und dann hat man gesehen, oh, da tut sich was, da gibt es einen Markt, der sich bildet. Und immer, wenn sich ein Markt bildet, wo man Geld abziehen kann, dann werden die Finanzmenschen natürlich rege. Und dann denken sie sich, da müssen wir Steuern, uns eine Steuerquelle erschließen. Und dann hat man die sogenannte Banderolensteuer erfunden. Deswegen ist auch das Jahr 1906 ein entscheidendes Jahr. Von da ab quasi haben wir sozusagen eine richtige Packungskultur, die wir vorher so einfach nicht beobachten konnten in Deutschland, gemerkt. Ja. Ja, hier sehen wir den Rohstoff, die Herkunft des Rohstoffs, die altägyptische Zigarette. Herr Starke hat auch davon gesprochen, wie man oder was man jetzt sozusagen, welche Kommunikation man um die Zigarette herum gebaut hat. Und wir haben ja bis 1900 oder bis zum Zweiten Weltkrieg und noch kurz danach eigentlich die Hauptanbaugebiete der Zigarette waren im Orient, also im großen Sinne gedacht, also in Mazedonien oder Türkei beispielsweise. Und da hat man natürlich dann, das war alles Orient-Tabak. Orient-Zigaretten hatten ja auch meist einen anderen Querschnitt als diese
runden Zigaretten, die wir dann seit dem Zweiten Weltkrieg bekommen haben von den Amerikanern. Im Grunde kann man ja sagen, die Amerikaner haben den Zigarettenmarkt völlig umgekrempelt, da die Orient-Zigarette die Standardzigarette war, bis in die 40er Jahre hinein und danach, nach dem Zweiten Weltkrieg eben auch durch die amerikanischen Soldaten, die kamen, hat man natürlich diese Chance auch genutzt und den westdeutschen Markt zumindest ziemlich bald umdrehen können mit den sogenannten American Blend Zigaretten. Aber in der alten Zeit, also quasi vom Beginn der maschinellen Zigarettenproduktion 1880 etwa bis eben in den Zweiten Weltkrieg hinein, war die Standardzigarette, die in Deutschland verkauft und geraucht wurde, eben auf der Basis von Orient-Tabaken gemacht worden. Natürlich immer mal mit Beimischungen aus Einheimischen, beispielsweise gab es in den 30er Jahren natürlich auch Autarkiebestrebungen. Im Badischen Land, wo ich herkomme, gab es im Grunde auch die Firma Rothändle und Reval, die haben natürlich dann immer auch ihre eigenen Tabake, die in der Oberrheinebene wachsen, mit dazu gemischt und wurden auch steuerlich dementsprechend begünstigt. Hier sehen wir natürlich mal ein Panoptikum oder eine ganze Reihe, Serie von verschiedenen Bildern, die man oder Marken auf den Zigaretten selbst. In der Ausstellung gibt es wunderschöne, große Abbildungen natürlich auch davon, aber sieht man den Variantenreichtum, der damals in der ganzen Zigarettenkultur, man muss es wirklich so sagen, es war eine Zigarettenkultur, die damals in der Öffentlichkeit präsent war. Und wenn Sie sich allein mal diese Zahlen anschauen, von den verschiedenen Marken, die es damals gab. Es gab, sagen wir mal, 8 bis 9.000 Zigarettenmarken auf dem deutschen Markt. Die waren real vorhanden. Hinzu kam nochmal die gleiche Menge an niedergelegten Markenrechten beim Marken- und Patentamt. Also 15.000 waren beantragt worden und etwa 8.000 sind realisiert worden als reale Zigaretten. Ja, wie kann das sein? Heute haben wir vielleicht noch 15 oder 20, wenn es hochkommt, die man am Automaten bekommt. Alles andere ist sozusagen eingeebnet worden. Und hier haben wir eine unglaublich große Masse oder auch ein Variantenreichtum. Sie sehen also Orient, sehen Sie oben. Ich glaube, das hängt auch in der Ausstellung von verschiedenen Herstellern auch. Man muss auch sehen, wie viele Hersteller gab es überhaupt in Deutschland. Ja? Wir haben vorhin gehört, in Dresden allein 140. Und insgesamt, ja, es müssen, glaube ich, 1200 oder sowas ungefähr gewesen sein. Von den 1200 sagt man etwa 420 etwas größere. Also, ja, was heißt größere? Also, die nicht nur im Familienbetrieb gearbeitet haben. Und wichtig zu sagen ist natürlich auch, dass die Zigarette in Deutschland, also im damaligen Deutschen Kaiserreich, eben ein Produkt war, das auf privatwirtschaftlicher Basis hergestellt wurde. Das ist sehr wichtig zu sagen, weil in anderen Ländern hat man gesehen und sehr schnell erkannt, da ist so viel Steuergeld zu machen mit der Zigarette, das macht der Staat, am besten nimmt er das selber in die Hand. In Frankreich zum Beispiel oder auch in Österreich gab es sogenannte Tabakregie, da hat der Staat selber sozusagen die Zigaretten quasi, hatte die Steuern direkt auch vielleicht besser im Grunde im Griff gehabt, wie viel da jetzt rüberkommt. Aber in Deutschland ist die Zigarettenindustrie privatwirtschaftlich geblieben. Das war natürlich um diese Zeit 1910, 12, 14 auch nicht ganz einfach, das werden wir gleich sehen, wenn wir zum Thema Trustkampf kommen. Aber hier sehen wir einfach mal, was es alles gab. Also es gab Sportzigaretten, es gab das Gibson Girl beispielsweise, eine sehr bekannte Zigarettenmarke. Es gab natürlich auch ein paar große, es gab nicht nur kleine Hersteller, es gab ein paar große, wie der genannte Yasmazi, wie Jenice. Es gab in Berlin die berühmte Firma Manoli, die sich durch eine hervorragende Werbegrafik die ist meist gemacht worden von Lucien Bernhard und Emil Kahn, einer der bekanntesten und berühmtesten Werbegrafiker. Sie hatte also die ganzen Packungen gemacht, sehr stilvoll. Wir haben hier Fürsten, wir haben Orient, wir haben Sport, ja, Sportzigaretten gab es auch. Also man versucht also alles, was im Grunde en vogue war, irgendwie zu verwerten, um das auf diese Zigarettenpackungen drauf zu packen und gehofft natürlich, dass dann eben auch der Absatz steigt.
gab ja noch keine sozusagen keine Analysen, Kaufsanalysen, wie wir das ab den 25, 30 so allmählich in Deutschland bekommen. Also man hat das einfach ins Blaue hinein gedacht, das könnte doch die Leute ansprechen. Meine Kleine zum Beispiel im Zentrum, auch von Manoli halt, ja. Also Dinge, die ja im Grunde das ganze Publikum eigentlich im Visier haben. Natürlich hat man auch geworben mit sogenannten Testimonials, ja, also mit, sogar mit Opernsängern wie hier. Das ist also Operntenor Fritz Werner, äußert sich, bin ich im Denken faul und schwer, hol rasch ich die Manoli her und ehe ich fünfmal noch gepafft, hat sich mein Geist schon Luft geschafft. Ja, dieses ist zum Beispiel aus der Postille, muss man sagen, der Manoli-Post. Die Firma Manoli, die hat zum Beispiel auch eine eigene Kulturzeitung gehabt. Die konnten sie in jedem besten Café konnten sie die lesen, die lag dort aus. Und hat natürlich versucht, sozusagen die Zigarette als ein gesellschaftsfähiges und gesellschaftsabbildendes Produkt, das auf der Höhe der Zeit ist, im Grunde in dieser Manoli-Post, die also auch über, was weiß ich, über Filmstars berichtet hat, über alles das, was gerade sozusagen die very important persons beschäftigt, haben die dann eben alles zusammengebacken. Also immer Produktwerbung gemacht und dann eben auch natürlich die Größen und die erlauchten Menschen der Zeit damit verkauft. Manoli-Post ist sogar noch bis weit in den Ersten Weltkrieg hinein erschienen. In Hamburg haben sie die ganzen Hefte da liegen. Ich habe sie immer ganz gern gelesen. Es gibt Gedichte da drin. Also die Menschen haben sich beteiligt an Wettbewerben. Dann gab es immer mal einen Wettbewerb. Wir möchten eine neue Zigarettenmarke auf den Markt bringen. Wie könnte die denn heißen? Und da wurde ein Preis ausgelobt und dann wurde nachher davon berichtet, wie viel eingegangen waren an Zuschriften und wer jetzt den Preis gewonnen hat und anderes mehr. Also Sie sehen, dass die Zigarette im Grunde ein modernes Produkt war, sich als modernes Produkt verstanden hat und natürlich nicht nur die Männer angesprochen hat, sondern auch die Frauen. Also sehr interessant, wie viele Frauen Zigaretten es vor dem Ersten Weltkrieg schon gegeben hat, also speziell im Grunde nahe sich auch so gaben, als seien sie im Grunde ja so eine Art von Vorkämpfer für Gleichberechtigung und dergleichen mehr. Die Frauen haben es offenbar auch gern angenommen, also es gibt etliche Berichte, die durchaus sagen, Frauen rauchen auch mal jetzt mit, ist kein Problem. Früher war das nicht so en vogue, vor allem weil ja bis 1909 noch starke Konkurrenz auf dem Rauchermarkt war, also aus dem Rauchermittelmarkt, vor allem in Form der Zigarre. Und man kann das Wettrennen zwischen Zigarre und Zigarette kann man sehr schön verfolgen. Es steht auch wieder mal in der Ausstellung drin. So ab 1909 hat die Zigarette die Zigarre überholt. Ja. Und dann gibt es Aussagen von Zeitgenossen, die sagen, also der Lackschuh, das Aeroplan und das Automobil sind modern und die Zigarette ist genauso modern. Und wenn wir uns dagegen die Zigarre angucken, die abgeknabbert ist oder die Pfeife, die so stinkt, ein kalter Pfeifenrauch, dagegen angenehm parfümiert ein Raum, der voll ist mit Orient-Zigarettenduft und so. Ja, also dann hat man gesagt, das ist im Grunde sozusagen das Produkt, was genau so auf der Spitze des Zeitgeistes an dieser Spitze läuft. Das ist also die Zigarette. Ja, soweit eben, das ist im Grunde das Bild, was die Zigarette von sich selbst gezeichnet hat und das offenbar auch gut ankam und von den Leuten als eben auch so als glaubwürdig akzeptiert und auch wohl gekauft wurde. Und nun müssen wir uns anschauen, was passiert denn jetzt, wenn die Zigarette sozusagen in den Krieg zieht. Ist das ganze schöne, dieses große Ensemble von Bildern, die wir jetzt gesehen haben, diese ganze Beschwörung der modernen Zeit, also von Gibson Girl bis was weiß ich wohin, bis Sport und Orient, wo kommt das hin? Was passiert denn damit, wenn jetzt der sozusagen sich alles radikal ändert, wenn die Lichter ausgehen in Deutschland und was macht die Zigarette dann? Natürlich haben wir, klar, das wird auch im Krieg so sein, den Kaiser, der auch natürlich hier als Werbefigur schon mal auftaucht, schon 1914 ist es, glaube ich, ja. Aber im Krieg geht man natürlich sehr schnell sozusagen in die Kriegsrhetorik über.
Und das ist ein sehr interessantes und spannendes Kapitel, wie sozusagen die Zigarette im Grunde ja auch die Fronten, deswegen haben wir es so genannt, die Fronten wechselt. Das heißt also, alles Internationale, was man bislang beschworen hat bei der Zigarette, das drückt jetzt in den Hintergrund und wird sozusagen in die nationale Schiene hineingedrückt. Ja, wir haben jetzt hier also verschiedene Kaiserzigaretten. Der Kaiser taucht auf verschiedenen Packungen, und was man auch sieht, die schwarz-weiß-roten Farben, die werden jetzt ganz nach vorne geschoben. Es gab einen Haufen Umbenennungen, zeige ich gleich in der nächsten Folie noch. Es gab also spezielle Armee-Zigaretten, ja, die man jetzt produziert hat. Und man hat die ganze Zigarettenindustrie, die deutsche Zigarettenindustrie, die wurde jetzt natürlich auch verpflichtet, für die Soldaten zu produzieren. Denn sie können keinen Krieg ohne Tabak machen, das geht nicht. Der Soldat braucht etwas zu rauchen. Und diese Erfahrung hat man schon in 1870-71er Krieg gemacht. Und da waren die Leute sehr unzufrieden, dass sie zu wenig und zu schlecht zu rauchen hatten. Und hat man schon am Anfang des Krieges, des Ersten Weltkrieges, sich gedacht, wir müssen sozusagen eine schlagkräftige Organisation haben, die dafür sorgt, dass die Soldaten permanent mit Zigaretten, nicht nur Zigaretten, auch natürlich Zigarren, versorgt werden. Und da gab es in Minden eine Zentrale, die haben also die ganze Produktion, die deutsche Zigarettenproduktion sozusagen gesammelt von den einzelnen kleinen Zigarettenfabriken und dann eben für das Heer, es war ja ein Millionenheer, im Grunde so das verteilt dass die Soldaten, die hatten also ein Recht. Es war in der sogenannten Feldkost. Die Feldkost hat man bezeichnet, das ist das, was ein Soldat pro Tag im Grunde zu essen und zu trinken bekommt, also seine Ration. Und in ein Teil dieser Ration waren 2 Zigaretten und 2 Zigarren. Zigarren ist ein bisschen hochgegriffen, letzten Endes waren Stumpen und keine Zigarren. Zigarren klingt mir so, dass wurden aber als solche benannt, als Zigarren. Nun sind diese Zigaretten, also dieses Verhältnis 2 Zigaretten und 2 Zigarren hat sich im Laufe des Krieges aber sehr verschoben zugunsten der Zigarette hin, weil die Zigarre immer schlechter wurde, beziehungsweise weil man dazu ja auch noch Tabak brauchte, den man vielleicht irgendwo von Kuba oder sonst woher beziehen konnte. Das ging natürlich nicht, weil die Engländer die bekannte Blockade, die Seeblockade eingerichtet hatten, sodass eigentlich nur noch der Weg nach Südosten frei war, in die befreundete Türkei und Mazedonien. Da konnte man das nach wie vor relativ problemlos beziehen, das Rohmaterial für die Zigarette, am Ende auch nicht mehr so richtig, aber sagen wir bis zur Mitte des Krieges etwa klappte das eigentlich ganz gut. Und deswegen hatte man also, was die Zigarettenrohstoffversorgung anging, eigentlich immer noch ganz gute Karten im Deutschen Reich. Gegen Ende des Krieges wurde das natürlich sehr viel schlechter. Ich zeige Ihnen jetzt mal hier ein Beispiel der Umbenennung. Ja? Also Dandy, beispielsweise auch natürlich sozusagen dekadentes, englisches, snobistisches Bürgertum oder was auch immer, wird jetzt zu Dali umbenannt. Ja, wir sehen also hier in der einen, so war die Marke bis 1914, ja, also richtig sozusagen hip, und so der Zeit nah und auch der internationalen Haute Volée im Grunde sich andienend. Und dann wurde aus Dandy jetzt nun Dali. Man hat also nicht nur den Namen geändert, sondern auch gleich die Figur, die jetzt nicht mehr zeitgemäß war, also auch gleich mit entfernt. Ja. Das gleiche Schicksal erlitt das sogenannte Gibson Girl. Ja. Das Gibson Girl war also eine weltbekannte Persönlichkeit, so eine Art Claudia Schiffer oder sowas, da dieser Zeit, ja, auch ein Busenwunder, wie man sieht. Und dieses Gibson Girl war in den USA sozusagen sehr, sehr berühmt. Man konnte das überall kaufen, als Tasse, als Schal, als wie man diesen Markt ja heute auch kennt, der sogenannten, Merchandising-Produkte. Und dann ist das Gibson Girl eben auch aufgetaucht auf dieser berühmten Gibson Girl Zigarette, ne, und wurde dann schlicht eben auch entfernt mit Beginn des Ersten Weltkriegs und wurde zu Wimpel.
Ja, macht man Wimpel und macht eine schwarz-weiß-rote Banderole drum. Das ist jetzt also eingedeutscht und das Gipsengirl wird überklebt. Und wir haben jetzt also kein Gipsengirl mehr, sondern nur noch Wimpel. Ja. Also man sieht hier, wie die Front sich sozusagen hier bildet, dass der Krieg natürlich ganz, ganz essentiell in die Markenkommunikation eingreift. Und das hat natürlich auch damit zu tun, hier, wir hatten im Grunde, ich habe gesagt, die deutsche Zigarettenindustrie hat etwa 420 größere Firmen gehabt und die sahen sich, und ganz am Anfang habe ich ein Beispiel von Yasmazi gezeigt. Die Firma Yasmazi ist von dem großen amerikanischen Zigaretten-Tycoon, wie heißt er, James Buchanan Duke. Es gibt sogar eine Universität heute, die nach ihm benannt ist in Amerika. Der Herr Duke hat im Grunde gesagt, ich baue ein weltweites Zigarettenimperium auf. Und er hat das auch geschafft in Amerika, da glaube ich, was so zwei Drittel oder was aller Firmen aufgekauft, Zug um Zug. Rensmann hat Ähnliches gemacht, später in Deutschland, das war eine andere Geschichte. Und der Herr Duke hat natürlich auch versucht, in Deutschland Fuß zu fassen und hat versucht, eine Zigarettenfirma nach der anderen aufzukaufen. Yasmazi hier in Dresden war also sein erstes Opfer, in Anführungszeichen. Und dagegen haben sich natürlich dann die mittelständischen deutschen Zigarettenfirmen gewehrt, und zwar mit aller Kraft. Und dann haben sie dann sozusagen dieses Markenzeichen gegründet, Antitrust-Wehr, ja, heißt es da. Also das ist ein Trust, also dieser Duke ist der amerikanische Zigaretten-Trust. Und wir in Deutschland wollen im Grunde nicht diesem Trust zum Opfer fallen. Wir wehren uns, dass wir also auch verschlungen werden von diesem amerikanisch-britischen Kapital. Und dann gab es im Grunde zwischen 1912 und 15 einen sehr, sehr erbitterten Kampf, nannte sich also dieser Trust-Kampf oder der Anti-Trust-Kampf. Und hier haben Sie so beispielsweise auf der linken Seite sehen Sie also ein Plakat, wo davor gewarnt wird, bestimmte Zigarettenmarken zu kaufen, die von diesem Trust im Grunde abhängig sind oder die diesem Trust gehören, die Teil dieses Trusts sind. Also wird also aufgezählt, hier Yasmazi soll man nicht kaufen, hier Vera nicht, Revue und Attica, Sleipner, Mercedes und so weiter. Also dann heißt es ganz deutlich, wer diese Marken raucht, trägt Geld in Feindes Hand. Ja? Und dieser Trustkampf ist entschieden worden, so etwa zu Beginn, ja, kurz nach dem Beginn des Ersten Weltkrieges zugunsten der mittelständischen deutschen Zigarettenindustrie, weil natürlich, wenn der große Krieg kommt, dann kauft natürlich niemand mehr sozusagen die Zigaretten des Feindes. Wie er ausgegangen wäre ohne Krieg, weiß ich nicht. Vielleicht hätte Herr Duke es doch geschafft, im Grunde die ganze deutsche Zigarettenindustrie Zug um Zug aufzukaufen und seinen Trust einzuverleiben. Also wie gesagt, rechts ist, wie gesagt, dieses Kampfzeichen, das Logo des der Antitrust-Bewegung. Ja, hier haben wir also natürlich, wie sich die Zigarette im Ersten Weltkrieg weiter sozusagen der Politik andient. Ja, unsere Marine oder Salam Aleikum, Deutschlands Machtstellung steht und fällt mit den Erfolgen der deutschen Industrie. Unterstützen Sie dieselbe, rauchen Sie Salam Aleikum, also auch wieder aus Dresden. Und diese Art der Kommunikation war natürlich in der ersten Kriegszeit dann auch sehr, sehr aufgeladen. Das ließ dann nachher ein bisschen nach. Also das ist dann nicht die ganze Zeit, diese ganzen 4 Jahre während des Ersten Weltkriegs so durchgehalten worden. Aber man muss auch sehen, dass natürlich die wirtschaftliche Situation Deutschlands eigentlich so richtig schlecht wurde, so erst ab 1916. Also das Jahr 1915 haben sie noch einigermaßen leidlich überstanden, aber dann ab 1916 wurde es dann natürlich sehr schlecht. Die Zigarette als Medium der Begegnung natürlich. Der Zigarette wachsen natürlich jetzt auch ganz andere Funktionen zu. Ja, sie ist jetzt inzwischen im Feld. Ne? Sie wird sozusagen auch von vielen hingeschickt. Sehen wir gleich ein schönes Beispiel noch. Und die Soldaten werden jetzt zunehmend eben auch als die Protagonisten auf den Packungen oder in der Werbung. Gerade Manoli, ich sprach ja von der Manoli-Post, die es weit in den Krieg hineingegeben hat, die werden jetzt sozusagen zu den normalen Rauchern, also weniger als die Frauen, das fällt jetzt ein bisschen raus. Wir sehen auf der rechten Seite beispielsweise Weihnachtsfest 1914.
Und gerade dieses Weihnachten ist natürlich ein ganz besonderes gewesen. Da war natürlich die Konsumdecke noch einigermaßen okay. Und da hat man unendlich viele Geschichten der Verbrüderung und dergleichen erlebt, also auch über die Zigarette. Dann haben die gesagt, die Soldaten, jetzt ist Weihnachten, jetzt hören wir mal auf, 3 Tage lang zu schießen. Oder wenn wir schießen, dann schießen wir Zigaretten rüber, aber keine Kugeln mehr oder sowas. Ja? Und das muss ein ganz emotionales Weihnachten gewesen sein um diese Zeit. Ich kann Ihnen jetzt dazu zeigen hier, sozusagen, also das sind diese sogenannten Liebesgabenpakete, die man eben an die kämpfende Truppe geschickt hat. Und die deutsche Zigarettenindustrie oder die größeren Firmen zumindest, die hatten so spezielle Packungen auch entworfen und spezielle Liebesgabenpakete in verschiedenen Versandgrößen. Da war das alles schon mit sozusagen im Paket drin, dass also die Käufer zu Hause, wenn sie ihren Lieben im Felde irgendwas schicken wollten, haben sie also diese speziellen schönen Schachteln bekommen. Das war also ein neues Marketing im Grunde, wenn man so will, über die Liebesgaben. Das war die zusätzliche Ration. Ich sprach ja vorher von der Normalration, die sie jeder bekam, im Grunde sozusagen per Gesetz oder per Verordnung. 2 Zigaretten, das waren aber dann eher schlechte Zigaretten. Das heißt, es teilte sich eben auch die ganze Qualitätsschiene, die Schere ging auf. Ja? Es hat auf der einen Seite eben die billigen gegeben, also die Firmen haben natürlich geliefert, klar, die mussten Mengen liefern, aber dann haben sie natürlich auch was zurückgehalten, um ihre eigene Marke irgendwie noch durch den Krieg zu bekommen oder diese Zigaretten sind dann eben in den etwas besseren und weiterhin wie eine Friedensmarke auftretenden Packungen eben auch verschickt worden von privater Seite. Es gab auch andere Figuren, die im Kriege jetzt sozusagen auftauchen. Natürlich, Frauen waren Mangelware, klar, er hat keine Frau gehabt an der Front, klar. Und man hat durch Figuren gehabt, die im Grunde die Soldaten animieren sollten. Hier wie zum Beispiel das Fräulein Feldgrau, wurde also als Propagandadame, die also in eine Uniform gepackt wurde und eben als rauchende Schönheit im Grunde überall an der Front natürlich für einen kleinen Augenblick der Freude sorgte. Ja? Hat also in der Lässigkeit im Grunde wie ein Mann da in Pose gesetzt und eben auch in der typischen Uniform. Oder sowas hier, ja. Also, wie gesagt, der Absatz sollte natürlich auch im Kriege weitergehen, speziell diejenigen, die zu Hause eben einkaufen mussten, denn die Soldaten selber hatten ja wenig Möglichkeiten dazu, an der Front das auch zu tun. Ja. Wir haben uns natürlich dann auch damit beschäftigt, was bedeutet die Zigarette im Krieg? Welche Funktionen nimmt sie jetzt an, die sie vorher nie gehabt hatte? Zum Beispiel, dass sie natürlich auch Propagandainstrument wird, wenn die Leute noch zu rauchen haben, ja? Wenn ihnen im Grunde die Zigaretten immer noch sozusagen zu Gebote stehen. Da gibt es diverse Fotos und wir haben versucht, da sozusagen an das Verhalten der Leute ranzukommen, an die Realität. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich habe zum Beispiel, es gibt eine sehr löbliche Institution, gerade in unserer Nähe in Freiburg. Da gibt es das sogenannte Tagebucharchiv in Emmendingen. Und die sammeln natürlich auch mit Vorliebe Kriegstagebücher und dergleichen Dinge. Und da haben wir uns gedacht, wie gehen wir daran? Also was geben solche Tagebücher her? Welche Situationen werden dort im Grunde oder kehren immer wieder? Und welche Funktion spielt da drin auch die Zigarette? Und da gibt es verschiedene, sag ich mal, Grundsituationen, die wir dann wiedergefunden haben. Das Gleiche habe ich dann nochmal versucht, indem ich mich mit einem Haufen Kriegsromanen beschäftigt habe, wo die Zigarette auch immer auftaucht in verschiedenen Varianten und in verschiedenen Funktionen.
Ich war erstaunt, wie viele Kriegsromane es überhaupt gibt über den Ersten Weltkrieg. Man kennt ja meistens nur Erich Maria Remarque oder Herrn Jünger und vielleicht noch Arnold Zweig und dann ist es schon fast vorbei. Aber es gibt im Grunde über 350 Kriegsromane, die den Ersten Weltkrieg zum Thema haben. Ich war also auch sehr erstaunt darüber und etwa 55 habe ich mir dazu Gemüte geführt, nicht ganz gelesen, sondern quer. Und kam dann auch auf, sag ich mal, erschütternde Zeugnisse zum Teil. Es sind ja nicht nur Romane von sogenannten Helden, also die deutsch-national gestrickt waren, sondern auch es gibt Romane von Krankenschwestern, die im Grunde diese Transporte zurückverfolgt haben von Metz ins Reich, wo dann die zerschossenen Leute drin waren und die haben ganz andere Eindrücke bekommen oder von irgendwelchen Krankenpflegern und dergleichen mehr. Also, hier sehen wir, das ist die Zigarettenverteilung des Feldkuraten beim Landsturm Infanterieregiment 1 in La Peña 1915 an Soldaten der KUK-Armee. Es handelt sich hier um eine Sonderration nach der 10. Isonzo-Schlacht. Ach so, ganz am Anfang hatte ich gesessen, die drei, die wir ganz am Anfang gesehen haben, waren ja noch zur Zeit der Koalition, Deutsches Reich, Österreich und Italien. Der Italiener ist ja dann weggefallen, aber das nur am Rande. Okay. Ja, eine solche Fotografie war natürlich auch geeignet. Und Sie haben ja Fotogeschichte gemacht, Herr Starke. Vielleicht, da kommen wir uns auch wieder nahe. War besonders geil, die Heimatfront zu beruhigen. Denn hier wird ja gezeigt, dass die Versorgung der kämpfenden Truppe also wirklich funktioniert. Und die haben also keinerlei Entbehrungen. Die Realität sah, wie wir ja wissen, aus vielen, vielen Zeugnissen häufig ganz anders aus. Hier sehen wir natürlich sozusagen den Helden und da sehen wir auch immer wieder, die Zigarette hat ja immer etwas gehabt. Man hat sich gern ihrer bedient, um in die Pose zu gehen, um die Pose. Die Pose ist ja im Grunde, sie fordert immer heraus, dass man sozusagen den anderen zeigt, ein Stück seines Selbst, ein Stück seiner Persönlichkeit über die Zigarette vermittelt. Hier haben wir also auch Helden quasi im Feld und in der Werbung. Also links der Soldat einer KUK-Armee mit einem großen Mörser, ich glaube ein Skoda-Mörser ist es, an der Isonzo-Front und rechts eine Anzeige der Firma Jenice von vor 1916, also wo im Grunde die propagandistische Inszenierungsqualität in den beiden Sujets sehr deutlich auszumachen ist. Also der Mann an der Kanone inszeniert sich da als Herrscher und auch mit lässig aufreizend gehaltener Zigarette, ebenso wie der Krieger, der eben in den Werbeaufsteller im Grunde unbeeindruckt von dem, was hinter ihm da passiert, an grauenhaften Dingen, im Grunde einfach da sein, steht wie eine Eins. Ne? Oder hier ein typisches Selbstinszenierungsfoto von einem, ein Rittmeister der KUK-Armee von 1917, also man auch das Gefühl hat, ohne Zigarette geht es einfach gar nicht. Er muss das da irgendwie noch, das muss mit dabei sein. Also man kennt ja die alten Fotografien, wo Kindern immer auch ein Requisit wie ein Ball oder sowas gegeben wird und jetzt ist sozusagen das Spielzeug der Erwachsenen eben also immer wieder auch die Zigarette. Oder wir haben hier eine genesenen Truppe von 1917, vom Fotografen engagiert zu einer pyramidalen Installation, also mindestens 5 der Soldaten, die rauchen und scheinen damit eigentlich fast den Normalzustand wieder erreicht zu haben. Also dieses Foto ist also in der Presse auch weit verbreitet worden, in der österreichischen. Wir hatten auch, wie gesagt, etwas natürlich, das im Gegensatz zu vielen anderen, die in der Rückwärtserinnerung an den Ersten Weltkrieg immer nur die Westfront im Grunde im Auge hatten oder manchmal auch die Ost, aber wir haben auch die Südfront hier mit hineingenommen, zumal unser Projekt ja von Hamburg über Jena nach Wien ging und deswegen haben wir diese vielen Fotos hier, die sind aus dem Hauptstaatsarchiv in Wien und das sieht man nicht immer so häufig in Publikationen aus Deutschland, dass also auch die österreichische Seite mal ein bisschen mehr nach vorne getragen wird, wie wir es hier versucht haben. Aber das tut letzten Endes nichts zur Sache, denn die Selbstinszenierungen in deutschen Soldaten, die sehen genauso aus wie diese hier auch. Ja.
Hier haben wir psychologische und psychologische Funktionen der Zigarette. Die sind ja gerade im Krieg besonders wichtig. Ja. Wir sehen hier, also die Zigarette wird hier im Grunde ja zu einem als Narkotikum sehr, sehr benötigt, also zum Hinwegträumen, zum Denken an bessere Zeiten davor, danach und irgendwann. Und man sieht das ja auch schön auf dem rechten Bild. Das ist im Grunde eine Art Fata Morgana, die sich da über den Soldaten auftaucht. Dieses ist übrigens ein Bild eines Soldaten, gemacht worden im Zuge eines Preisausschreibens der Firma Manoli. Die haben die Soldaten aufgefordert, macht mal Bilder, Gedichte, irgendwas Künstlerisches irgendwie zu eurem Alltag, ja, und schickt uns das ein. Und der Sieger kriegt, was weiß ich, wie viele Kartons Manoli-Zigaretten oder auch 1000 Mark, ich weiß gar nicht mehr, wie viel. Auf jeden Fall ist unendlich viel eingeschickt worden aus dem Feld an die Redaktion der Manoli-Post. Und dann haben die natürlich eine Auswahl getroffen der besten und schönsten oder ihnen am besten erscheinenden Zeichnungen, Gedichte und so weiter. Und das ist eins davon. Und es ist auch ein ziemlich typisches, weil dieses kehrt eigentlich immer wieder, dass man sieht, der Soldat sitzt unten und dann über ihm kommt die Manoli-Fee oder irgendetwas. Eine Figur jedenfalls, die mehr nach Frieden als nach Krieg aussieht. Und gibt ihm vielleicht für diese Zeit irgendwie eine kleine Erleichterung oder sowas. Wir haben das mal versucht zusammenzufassen. Halt, Moment, nein. Die Zigarette war, also ich kann mal vielleicht mal die fünf Punkte nennen, also die physiologischen und psychologischen Funktionen der Zigarette. Sie war einfach mal ein Zeitverkürzer im Krieg. Ja. Man hat natürlich immer die Zigarettenpause gehabt oder Zeitverkürzer insofern. Denn zwischen den Schlachten oder vor, danach oder auch im Grunde die Öde der langen Wachsteherei und all diese Dinge hat die Zigarette natürlich immer mal wieder auffangen können. Dann Stimmungsaufheller. Natürlich hat sie für Minuten oder vielleicht auch Stunden die Stimmung etwas erhöhen können. Pausenfüller, Rückzugsmedium haben wir gerade gesehen. Oder auch Traumgenerator und Narkotikum. Und schließlich auch noch Trostspender und Heilmittel. Also all diese Dinge, sind ja sozusagen im Schützengraben immer da gewesen und haben im Grunde vielleicht ein bisschen dazu beigetragen, das alles, dieses Grauen im Grunde zu kompensieren. Hier mal ein kleines Zitat, auch ganz interessant zu sehen, wie geht man im Grunde mit dem um, was von oben kommt. Hier sehen wir den Kronprinzen rechts auf diesem Zigarettenetui. Und da vielleicht dazu ein kleines Zitat. In der DDR wurde es sehr häufig und sehr gern gelesen, Arnold Zweig, Erziehung von Verdun. Im Westen gar nicht so, da haben wir eher Ernst Jünger gelesen oder Remarque oder sowas. Aber ein sehr interessantes, gutes Buch. Ich lese mal vor. Und er zieht, also es geht hier um einen Kameraden, auf dem Lager sitzend die eiserne Dose heraus, auf der hinten die Worte 5. Armee, Weihnachten 1916 eingestochen sind, genehmigt sich eine dieser Zigaretten, zieht sein neues Taschenmesser und löst mit geschickten Fingern das runde Bildchen des Kronprinzen aus seiner eingestanzten Fassung. Es geht ganz leicht, ohne ist schöner, äußert er dazu. Der Kronprinz war im Heere nicht beliebt, er lehnte es ab, sich Unbequemlichkeiten aufzuerlegen, die er Zehntausenden, Hunderttausenden in seinem Namen befehlen ließ, das rächte sich an ihm. Gewisse Zigarettenpäckchen waren im Dreck liegen geblieben. Straße Moret Azan. Also das ist aus Arnold Zweig ein kleiner Ausschnitt dazu. Dazu muss man sagen, der Kronprinz, also der Sohn von Kaiser Wilhelm II., der war Befehlshaber der 5. Armee, also dieser Armee, die vor Verdun lag. Ja? Und der hatte eben gesagt, ja, er gibt seinen Soldaten, also denen, die dort quasi im Dreck liegen, zu Weihnachten eben diese Zigarettendose mit seinem Bildnis.
Und so ist man damit umgegangen eben. Man sieht also sozusagen, wie hier diese Politik, die hier gemacht werden sollte von oben, ja, durch die Realität im Grunde dann auf den Kopf gestellt wurde. Und sogar so weit, dass man die Zigaretten selber, nicht nur dieses ikonografische Provokation, dass der sich da mit seinem Bild da den Soldaten präsentiert, sondern die Zigaretten selber lagen auch noch im Dreck. Also so weit ging im Grunde die Abneigung gegen den Kronprinzen hier. Ja, kommunikativ-symbolische Funktion der Zigarette haben wir natürlich auch. Ich habe sie am Anfang schon genannt, als es hier um dieses Weihnachtsbild ging, dass man sagt, wir haben hier Gesten der Verbrüderung. Und das ist natürlich ganz essentiell, wenn die Zigarette im Grunde zur letzten Gabe wird, die man einem gibt. Ja, das rechte Bild ist ja eins da, wo man das sehen kann, quasi die letzte Zigarette, bevor jemand stirbt oder so. Und das ist natürlich eine Aufladung, die dieses doch so banale Produkt eigentlich nur in einer Kriegssituation bekommen kann. Ja, denn es gab ja nicht viel Freude im Schützengraben. Und die ganzen Funktionen, die Zigarette hat, sie war ja auch die Währung, muss dazu sagen, es gab ja, wo sollte man was kaufen im Krieg? Ja? Sie finden unendlich viele Beispiele in so Romanen wie beim Remarque, wo es heißt, wir fahren mit einem Truppentransporter, was weiß ich, ein paar Kilometer weiter, kostet 2 Zigaretten. Oder eine Morphiumspritze für einen, der kostet natürlich mehr, kostet 7 oder 8 oder sogar eine Zigarre obendrauf. Also sie haben richtige Währungssysteme, wie dann später auch nach dem Zweiten Weltkrieg, klar. Aber hier im Ersten Weltkrieg ist es ganz klar, die Zigarette hat diese abgestuften Dienstleistungen oder überhaupt Leistungen, die man jetzt erkaufen oder ertauschen kann damit. Also ist das Tauschmedium eben auch gewesen. Und natürlich wird sie eben auch zum Instrument der Verbrüderung. Wir sehen hier also auch mit Feinden gibt es das auch immer mal wieder, dass man, wenn man keine Worte hat, wenigstens eine Zigarette austauschen kann. Ja? Oft kannten ja auch die Sprache der anderen nicht, aber die Zigarettensprache oder das gemeinsam Gerauchte, ob das an derselben Wolke sitzt oder sowas, das war ja alles irgendwie immer mal noch möglich. Die Situation hat es natürlich dann hergeben müssen, wenn sowas erfolgte. Ja. Also Grenzüberschreitung und Verbrüderung, Kameradschaft und Zusammenhalt, Mitgefühl und Grausamkeit, also all das, diese ganzen quasi sehr, sehr emotional belasteten Dinge sind eben über die Zigarette transportiert worden. Ja, wie kommt die Zigarette aus dem Ersten Weltkrieg wieder raus? Das ist natürlich eine Frage, die uns also auch extrem beschäftigt hat. Denn Sie haben ja gesehen, wie viel Propaganda sie auch transportierte mit 1 Kaiser, 2 Kaiser, 3 Kaiser. Es gab Zigaretten, die haben nach Fliegern waren die benannt, Ernst Udet, oder es gab Zigaretten Hindenburg, oder Sie haben auch eine schöne ausgestellt, Kanonen Krupp habe ich gesehen hier beispielsweise. Ja, und das ist jetzt natürlich mit dem Ende des Ersten Weltkriegs alles obsolet. Sie können jetzt keine Kanonen Krupp Zigarette mehr verkaufen, es geht nicht. Das heißt also, was passiert nun nach dem verlorenen Krieg? Und es gibt hier eine Tabula Rasa-Situation, muss man fast sagen. Jetzt mal davon abgesehen, dass die Qualität erstmal noch nicht da war. Also in Endphase, vielleicht ganz kurz dazu noch, in der Endphase des Ersten Weltkriegs hat man, und zwar auch amtlich gesehen, erlaubt, die Zigarette zu strecken mit bis zu 80% Buchenlaub oder Rosenblättern aufgefüllt. Das heißt, an echten Tabak war nur noch 20% drin. Und Sie können sich vorstellen, wie diskreditiert dieses Produkt war, das mit so stolzen Fahnen in den Krieg gezogen war. Und jetzt aber, wenn es also im Krieg immer schlechter wird, dann quasi, ja, also einfach ein Unprodukt geworden ist. Wie fängt man jetzt wieder neu an? Das heißt, man muss ja zuerst mal dafür sorgen, dass man vernünftig den Tabak kriegt. Gut, hat man dann Ende 1919, Anfang 1920 einigermaßen wieder hinbekommen. Übrigens, da fängt also auch allmählich der Aufstieg von Reenzma an. Kommt vielleicht nicht von ungefähr. Und ja, und man braucht aber natürlich eine ganz, ganz andere Kommunikation. Man kann natürlich nicht mehr auf der Propagandaschiene fahren, das geht nicht mehr. Am besten gar keine Politik. Also keine Politik mehr, das, was irgendwie erinnert irgendwie an politische Verflechtungen, muss verschwinden.
Und hier taucht dann plötzlich so Anfang der 20er Jahre, sieht man, wir können im Grunde die Zigarette nur noch so verkaufen, indem wir sie ja einem anderen Zeitgeist im Grunde andienen. Das muss sachlich sein, das muss objektiv scheinen, das muss, in jeder Beziehung nüchtern sein. Wir können nur auf dieser neuen Schiene noch Zigaretten anbieten, um glaubhaft zu bleiben als Zigarettenhersteller. Und hier habe ich jetzt mal zwei Beispiele gemacht. Das ist also die neue Zeit. Das sind jetzt also nicht mehr Zigaretten, die wie Unser Marine oder Deutsche Heldenzigarette, sondern wir haben jetzt im Grunde Markenbezeichnungen, die eigentlich sehr, sehr kalt und sehr nüchtern klingen. So R1 oder R1 haben wir noch nicht, R6, Firenzma Mischung Nummer 6 oder Ernte 23 und erste Sorte und dergleichen, wie die alle hießen. Firenzma ist eine sehr innovative Firma gewesen. Die war sehr klein, in Erfurt haben sie angefangen und wurden dann immer größer, haben hier in Dresden sehr viel aufgekauft und haben das vor allen Dingen auch durch einen Menschen bewerkstelligt. Natürlich einmal der Tycoon selber, Philipp Renzmer und Hermann Renzmann, wie sie, diese ganze Familie, und zum anderen auch ein gewisser Herr Domitzlaff. Mit dem habe ich mich schon sehr früh, sehr lange beschäftigt. Und der hat versucht, im Grunde diese Orient-Zigarette mit einer neuen Kommunikation zu umgeben. Das heißt also, Orient-Elemente so zu präsentieren, dass sie sehr sachlich rüberkommen. Also wie man hier sieht, es gibt ja noch mal gewisse Orient-Icons, nenne ich sie mal, Ikonen, also in der Zigarette. Und dann eben dazu hat es aber in einer unemotionalen Weise hat er das rübergebracht. Und dazu hat er gesagt, wir brauchen im Grunde neue vertrauensbildende Maßnahmen. Wir müssen auch Beipackzettel haben, die also sagen, hier, wir verbürgen uns für die Qualität des Produktes. Also diese ganze neue Zigarettenkommunikation hat er auch dargestellt in einem Buch. Herr Domitzlaff hat die frühen Renzmer-Marken nicht nur sozusagen als Grafiker und als Konzepthersteller betreut, sondern er hat das Ganze auch schriftlich niedergelegt in einem ganz bekannten Buch, wird heute noch gern gelesen, nennt sich Die Gewinnung des öffentlichen Vertrauens, ein Lehrbuch der Markentechnik. Und ich zeige Ihnen den guten Mann mal, das ist er, Hans Domitzlaff. Und dieses Lehrbuch der Markentechnik, Die Gewinnung des öffentlichen Vertrauens, ist sozusagen der Versuch, allein über kommunikative Mittel ein Massenvertrauen zu erzeugen. Der Begriff Masse taucht bei Domitzlaff dauernd auf. Und er hat jetzt hier auch mal, kann man auf der rechten Seite sehen, mal versucht, ein Beispiel seiner eigenen Kreation, das ist im Grunde, die Ernte 23 ist es hier, oder? Ja, nee, R6 ist es, Entschuldigung. Und dann hat er versucht, wie wirken denn solche Stempel, wenn ich die auf verschiedenen Positionen der Zigarette anbringe. Also hat sich sehr genau überlegt, wie, er nennt das immer, das Massengehirn funktioniert. Ja, das war so sein Credo. Er fühlte sich in der Lage, im Grunde dem einfachen Menschen oder dem Massenmenschen im Grunde diese Dinge unterzuschieben, wenn ich mal so sagen darf, also sein Vertrauen zu erschleichen, weil nämlich die Zigarette hat ja ein Grundproblem bis heute. Es ist ein Produkt, das der Verbraucher gar nicht eigentlich abschätzen kann. Ein Auto oder irgendwas anderes können sagen, an solche Beschleunigungen, so viel Verbrauch. Zigarette bleibt Geschmackssache. Das heißt, sie müssen alles, was in den Absatz einer Marke oder was eine Marke vor der anderen wachsen lässt, müssen sie durch kommunikative Mittel erzeugen. Und das hat er versucht darzulegen. Ja. Also hier beispielsweise hat er sich für die dickste Variante entschieden, also wo der Stempel am weitesten runtergerutscht ist, um eben einen besonderen Effekt zu erzielen. Ja, am größten
zu Ungunsten der Völligkeit. Er will den vollen Geschmack. Also die dickste, quasi die, wo der Stempel am weitesten runtergerutscht ist, ist für ihn sozusagen die materialisierte Umsetzung eines vollen Geschmacks, wenn man das so sagen, durch diesen Stempel halt. Ja, so feine Gedanken hat er sich gemacht. Ist natürlich viel Spekulation dabei, will ich auch gar nicht bestreiten. Aber man sieht dabei, wie er im Grunde versucht hat, hier ganz neue Wege zu gehen, die letzten Endes dann auch relativ erfolgreich waren, wenn man sich den Aufstieg der Firma Rensmahr in den 20er und 30er Jahren anguckt. Herr Starke hat es heute auch gesagt, steht auch da, dass Rensmahr, ich glaube, 3/4 des Marktes, oder 2/3 mindestens, also Zahlen ungefähr, aber war quasi die mit Abstand größte Zigarettenfabrik in den 30er Jahren. Das sieht man halt also auch hier an diesem Tragekorb. Das ist ein Tragekorb aus der Deutschen Reichsbahn Mitte der 30er Jahre. Und da kann man sehen, es gibt außer Juno und der einen Manoli-Packung nur noch Rensmahr-Packungen. Der Tragekorb selber ist natürlich auch von Rensmahr. Also das ist sozusagen ein ganz bezeichnender Hinweis darauf. Das eine ist die gelbe Sorte, die schwarz-gelbe. Dann sehen Sie die Ernte 23, die orange mit der grünen Banderole. Dann haben Sie die Ova oben links. Und hier unten, links unten, ist die R6. Die R6 war die bekannteste Zigarette der 30er Jahre. Und die, gut, ich meine, die Spuren gibt es ja noch bis heute. Die Rensmahr-Namen, Markennamen sind ja bis heute nicht viel anders, wenn es heißt R, oder gibt es eigentlich noch? Doch, müsste noch geben, R1 oder R6 ist immer noch verkauft worden. Und Ernte 23 hat noch, gibt glaube ich heute auch noch. Vielleicht kriegt man sie nicht am Automaten, aber ich glaube am Tabakladen kriegen sie vielleicht noch. Ist ja die Ernte von 1923. Das heißt also, die Kommunikation war ganz auf Tabak, interne oder tabakspezifische Dinge ausgerichtet. Das heißt, Domizov wollte den Konsumenten zu einem geheimen Kenner, obwohl das nicht war, stilisieren. Man redet sozusagen von Kenner zu Kenner. Ja? Also er raucht Ernte 23, er weiß genau, was drinsteckt. Stimmt natürlich alles nicht. Und Rensmahr hat dann auch diese, sag ich mal, tabakfachliche Kommunikation bis was weiß ich wohin gefahren. Wir haben in den 20er Jahren beispielsweise Anzeigen geschaltet. Das heißt, die ganzen 22 Tabaksorten, die in unserer Zigarette sind, haben sie jetzt einzeln nach den Orten in Mazedonien oder wo immer sie herkamen, eben auch aufgeführt in der Anzeige. Also diese tabakfachliche Kommunikation hat offenbar dann auch verfangen, um eben das, was Domizov wollte, nämlich die Gewinnung des öffentlichen Vertrauens zu erreichen. Irgendwie hat das wohl auch meistens funktioniert. Es gab natürlich auch Flops bei ihm, das muss man auch sagen. Ja? Und bis heute heißt es, die Zigarettenwerbung ist die hohe Schule der Markentechnik. Wer dort erfolgreich ist, ja, der hat im Grunde ja ein absolutes Prädikat bekommen. Und das kann man auch daran sehen, weil in der Zigarettenwerbung hat man ja unendlich viele Versager. Also in der Bundesrepublik haben wir beispielsweise allein ein Jahr, nenne ich mal, von 1970 bis 80, haben sie 202 neue Marken auf den Markt geworfen. Immer mit allen möglichen Ideen, was weiß ich. Und wie viele sind übrig geblieben? 2. Ja? Also Sie sehen, die Versagerquote ist unglaublich hoch. Hier haben wir nochmal Domizov, wo man auch wieder diese tabakfachliche, der Versuch sieht, sozusagen über seriöse Darstellung der Produktion im Grunde zu punkten. Und dann seinen ganz berühmten Spruch, das ist eigentlich auch ein sehr typischer Spruch für die Entwicklung eines Werbespruchs, heißt doppelt fermentiert. Wusste natürlich keiner, was es ist, aber eben um zu suggerieren, hier wird also im Grunde Qualität produziert, auf der rechten Seite mit der Dame dort. Ja, hier haben wir zum Beispiel steuerbegünstigte, also wir sind jetzt in den 30er Jahren, das ist zum Beispiel eine aus Südbaden, ja, die sind steuerbegünstigt gewesen, das sind Zigaretten, wo die Nationalsozialisten gesagt haben, wir müssen natürlich auch die eigene Zigarettenproduktion hochfahren. Und dann hat man ihm gesagt, also die eigenen Pflanzer sollen was anbauen. Und schwarze Zigaretten waren auch, es wird ein ganz besonderes Kapitel, kann man natürlich auch noch ganz besonders drüber sprechen. Habe ich jetzt nur als Beispiel für ein steuerbegünstigtes Produkt reingenommen. Wir gehen noch ein Stückchen weiter
und wieder mal in die Zigarettenwährung hinein, das ist jetzt die unmittelbare Nachkriegszeit, wo eben die amerikanischen Soldaten, ich sprach eingangs schon davon, eben hier sozusagen die Lucky Strike im Grunde als Währung, wieder mal als Währung für alles andere, was man ertauschen konnte, eben quasi sozusagen eingeführt, in Anführungszeichen haben. Aber wer welche hatte, wer Lucky Strike oder andere, oder wie hieß es noch, ein schöner Spruch, mit einer Schachtel Chesterfield, da macht ja meine Schwester wild oder so, das hat mein Vater immer gesagt. Na gut, okay. Also gut, ich gehe nur ganz kurz noch, ich habe jetzt keine DDR drin, es tut mir leid, aber Sie finden einige, auch diese verhängnisvolle Kabinettgeschichte ist hier ausgebreitet und die F6, sehr schön aus Großpackung, da. Ich habe jetzt nur ein paar Westsachen noch zum Abschluss, das ist einmal hier unseren Freund Bruno. Und der ist insofern auch interessant, weil die HB auch eine der ersten Filterzigaretten waren. Das Filterproblem oder Filterprojekt ist ja entstanden, weil man gesagt hat, oh je, jetzt fangen wir an hier mit dem, sozusagen, dass die Zigarette eine Gesundheitsgefährdung darstellt. Und wir müssen gucken, aus unserer Sicht, also aus Sicht der Hersteller, dass wir dem entgegenarbeiten und Mittel erfinden, dass wir im Grunde die Zigarette schadstoffärmer machen. Und so kam eben auch der Filter auf. Also der echte Filter ist jetzt kein Goldmundstück, wie am Anfang gezeigt, sondern eben ein richtiger Filter, der eben versucht, Schadstoffe wie Teer und auch Nikotin herauszufiltern. Und wir kennen eigentlich heute fast nur noch Filterzigaretten. Ich glaube, es gibt vielleicht noch ein paar Couloirs oder Rothändler, die Strangzigaretten sind im klassischen Sinne, aber Filterzigarette ist das Normale gewesen. Also HB Bruno kennt vielleicht jeder, das HB-Männchen, was immer in die Luft ging, weil es irgendwie nicht mehr an sich halten konnte, wenn irgendwas schief ging. Und rechts haben wir zwei Anzeigen aus dem Jahr 1954 zur Einführungskampagne für die sogenannte Filterzigarette. Da haben wir einen Dichter im Grunde in Lohn und Brot gesetzt. Die haben ein paar kleine Verse gemacht zum Thema Rauchen mit Verstand und jeder hat eben aus seiner Sicht ein kleines Gedicht abgeliefert. Und deswegen sind das damals die Testimonials gewesen oder die Protagonisten, um eben die Filterzigarette nach vorne zu bringen. Ob es richtig funktioniert hat, weiß ich nicht. Wir haben natürlich auch Sieger und Verlierer. Ich sprach gerade davon, wer verliert und wer gewinnt. Wir haben hier den Duft der großen weiten Welt, eine Siegerzigarette der 60er Jahre. Und daneben der Versuch, auch den großen weiten Welt zu beschwören, völlig in die Hose gegangen, weil diese Zigarette heißt Gelten. Und das ist natürlich schlecht gewesen, wenn man in den Laden geht und sagt, ich will gelten. Das ist natürlich dann letztendlich nicht so verkaufsfördernd gewesen. Ist nach einem halben Jahr wieder eingeschlafen. Aber wenn es heißt, ich möchte den Duft der großen, weiten Welt, auch wenn man Wallmann-Stäubesand nicht aussprechen konnte, wurden die Menschen natürlich bedient. Und wir sehen also wieder mal, wie wichtig die Kommunikation, die genau auf den Punkt zielt, die Leute genau dort abholt, wo sie abgeholt werden wollen, hier in diesem Fall über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Und den haben wir auch hier in der Ausstellung, unseren alten Freund, der dann an Krebs gestorben ist, obwohl er viel Geld sich noch erstritten hat, von Marlboro oder was ist es, wer hat es? Philip Morris oder was ist Marlboro? Ist es Philip Morris? Weiß gar nicht. Egal, jedenfalls von der Company. Wir sehen auch, wie die Kommunikation sich gewandelt hat. Ja, in Westdeutschland war also erstmal nur hier die kleinbürgerliche Atmosphäre, die Idylle, noch 1969 und dann in den 70ern ist der Marlboro Cowboy dann im Grunde als der kommunikative Superheld immer größer geworden, weil allein dieses Ideenensemble Freiheit und Abenteuer offenbar so wirkungsmächtig in den Köpfen gearbeitet hat, dass er dann im Grunde alle anderen hinter sich gelassen hat, auch HB und wen auch immer. Ja, hier haben wir nochmal den Versuch, mit der Packung zu spielen. Das ist schon in den 80er Jahren. Das ist die Lucky Strike, die dann auch wieder aufkam. Man hat also diese Revival-Geschichten, gab es eben auch immer wieder. Und ja, da haben sie mitgespielt mit der Packung, sonst es war mal ein Versuch, etwas anderes zu machen, als immer nur diese Lifestyle-Bilder, sondern sich zu konzentrieren auf die Packung. Ist ein Design-Ikone von Raymond Loewy, der auch sehr bekannt geworden ist als
Mensch, der, was weiß ich, Flugzeuge und alle anderen möglichen Dinge gestaltet hat in Amerika. Ich finde es gar nicht so dolle letzten Endes, aber man hat daraus eine Waschmaschine gemacht, also von den Designern her, und unendlich viele lustige, hippe Sprüche in den 80er Jahren, um eben diese Marke. Hat dann auch einigermaßen funktioniert, man kam über lange Zeiträume dann auf 2-3% vielleicht Marktanteil. Aber es ist ein sehr mühsames Geschäft. Als Abschluss zeige ich Ihnen jetzt noch, wie es heute, darf man ja nicht mehr werben, Sie dürfen keine, ich glaube seit 2006 gibt es ja auch diese Verbote im öffentlichen Raum oder in den Wirtschaften überhaupt zu rauchen, und Sie sehen natürlich den Niedergang der Zigarettenwerbung an allen Orten. Es gibt ja überhaupt noch Plakate in Deutschland, gibt es ja in anderen Ländern gar nicht mehr, da ist alles verboten, aber wir haben noch Plakate, aber was zeigen die? Die zeigen nur noch die Packung und das war's, und unten drunter steht, Rauchen ist tödlich. Da steht es auch wieder drauf, kann tödlich sein, das ist vor vier Jahren passiert. Heute ist es tödlich, vor vier Jahren war es tödlich. Hat man noch versucht, im Grunde mit Wood-Free Cigarette Paper zu punkten. Also auch ein lendenlahmer Versuch, muss man fast sagen. Also es ist natürlich vorbei mit der Zigarettenwerbung und mit dem, was sie mal bedeutet hat, was sie bedeuten konnte. Ja, damit bin ich am Ende meiner Ausführungen. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen erfahren können, welche essentielle Bedeutung die Zigarette mal im Ersten Weltkrieg hatte und auch schon davor, und welche großen kulturellen, ja, Panoptiken sich da auftaten und wie dann der Weg weiterging. Und man wird wohl nie mehr, oder nie mehr, sowieso nicht mehr, aber dass schon mit dem Ende des Ersten Weltkriegs, also jegliche Propagandafunktion eigentlich schon sich erübrigt hatte. Ich danke Ihnen, dass Sie mir zugehört haben, und kann nochmal darauf verweisen, auf die wunderschöne Ausstellung. Sie werden sie wahrscheinlich schon gesehen haben. Wenn nicht, gehen Sie nochmal durch. Ich habe wunderschöne Dinge gesehen, also auch eine schöne Maschine, wo man, wie gesagt, diese Goldmundstücke anfertigt. Damals, wann war die, 110 oder wann die ist, ich weiß es nicht. Also auch viele, viele andere interessante Dinge, die Sie da sehen können. Dankeschön. Danke.